Und jetzt sind sie ja schon so weit, dass auch Klonen Menschen mit Viecher kreuzen, gell, oder Schafe mit Hunden kreuzen. Das ist ja praktisch, da brauchen es keinen Schäferhund mehr. Da bellen sich die Schafe gegenseitig zusammen. Sehr gut, oder? Und dann machen sie ja jetzt Organe züchten, das Lebern von Schweinen, gell, und kriegst dein Eigelhaar, kannst saufen wie der Sau. Gell. Und dann mischen sie jetzt aber auch Menschen mit Schweinen auch rein körperlich. Gell. Ich meine, halbe das so Schweine, Menschen, das hat es schon immer gegeben, du hast es aber nicht kennt. Ne. Jetzt kennst du es aber dann und wie die dann ausschauen. Ich habe mir schon mal gedacht, was ist jetzt, wenn er so eine halbe die Sau, eine halbe der Mensch in meinen Stall kommt, zu meinen Zuchteber, was die wohl zum Reden haben. Ich sag das. Tachchen, Tachchen. Ja, grüß dich. Sag mal, ist das hier der Hof von Brandnersepp? Ja, freilich ist der Hof von Brandnersepp. Sag mal, hier riecht es aber ein bisschen streng in diesem Saustall, wa? Du riechst aber auch, dass der Sau raus. Du gestinkertes Christkind. Nach was riechst denn du? Jesus, Mari. Das ist mein Eau de Toilette. Ja, dass das Odel aus der Toilette ist, habe ich mir gleich gedacht. Ja, Jesus. Sag mal, ja, das hier mal. Sag mal, wer bist denn du überhaupt? Ich bin ein Klon. Ja, das haben wir gleich gedacht. In was wir im Zirkus arbeiten? Nein, ich bin eine Chimäre. Ja, dass du eine Misere bist, das sieht man gleich. Nein, sag mal, ja, das denn? Ich bin halb Mensch, halb Schwein. Aha, nichts Halbes und nichts Ganzes, oder? Sag mal, habt ihr denn hier mal einen Zuchteber namens Eberhard Jonsal? Ja, das war mein Großvater, war ein Zuchteber. Haufen Prämien, Medaillen und Pokale ist er. Das war, ja, gerade wie, mei, das war einer. Ja, von denen habe ich einen Teil der Jene. Was um Gottes Willen. Der Großvater tat sich im Grab umdrehen. Und den anderen Teil habe ich von Topmanager von Monsanto, der hat einen Wahnsinns-IQ. Ja, mein Bauer hat auch noch eine Kuh. Nein, ich meine, der war total schlau. Ja, du schaust halt aus wie ein Schlausau, du auch. Ja. Ich habe ein Elite-Internat in Schottland wahrgewählt. Was meinst du, was mir das Sau wurscht ist, wo du warst, du Depp? Was meinst du, was mir das Sau wurscht? Ich habe in Harvard studiert, Top-Management und Betriebswirtschaft. Was meinst du, was mir das Sau wurscht ist, wo du studiert hast, du Depp, du Elendiger? Und dann habe ich noch ein Praktikum gemacht im Schlachthof von meinem Papa. Der macht nämlich auch in Schweinehälften und hat Mastbetriebe und Schlachthöfe. Was? Was hast denn du im Schlachthof gemacht? Was hast denn du im Schlachthof gemacht? Ich hab Schweine zerteilt. Was, du Drecksau, die eigenen Brüder und Schwestern? Ja, die wollten mir auf meine Skrupellosigkeit testen, weil die wollen aus mir einen Topmanager machen und die brauchen jetzt noch skrupellosere Schweine, als sie jetzt schon haben. Jesus Maria, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Sag mal, wann wirst du geschlachtet? Ich werde überhaupt nicht geschlachtet, ich stirb bei der Arbeit. Was machst du denn so einen ganzen Tag? Ja, aufhupfer, du Depp, ich bin eine Zuchteber, hochprämiert. Ja, was heißt, ja, immer mit die Weiber, von morgens bis abends, ich bin ein Glücksschwein, ich darf jeden Tag die Sau rauslassen. Jede Schweinerei. Mei, und ich stirb einmal bei der Arbeit, der schönste Tod. Ja, Wahnsinn. Sag mal, dann bist du ja quasi Experte in Aufhupfen, oder? Ja, freilich, wenn es einer weiß, dann ich. Weil ich hab da ein Problem. Ich glaub, du hast mehr, oder? Nein, ich mein rein sexuell. Was, du hast keine Weiber? Doch, das hätten sich schon ein paar interessieren. Ja, was ist? Kannst nicht. Doch, ich könnte dauernd. Ja klar, steckt ja der Großvater drin. Ja, was ist denn jetzt? Ja, beim Klonen ist was schief gelaufen. Ja, da ist mehr der Schiefklaffer. Nein, auch da unten. Ja, was jetzt? Ich hab einen Ringelschwanz vorne. Was soll ich denn machen? Mei, du Depp, such doch halt eine mit Spirale.